Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Patch Notes Video, mal ganz ungewohnt am Donnerstag. Das liegt daran, dass dieser Patch einen Tag später released wurde als normalerweise. Normalerweise geht der Patch immer Mittwochmorgen online, deswegen kommt mein Video dann auch immer mittwochs. Diesmal geht es Donnerstagmorgen online, dementsprechend kam mein Video am Donnerstag. Wenn ein Patch einen Tag später kommt, liegt das meistens an Feiertagen in Amerika, so auch dieses Mal. In diesem Jahr wird das insgesamt aber nur zweimal passieren, was, glaube ich, der niedrigste Wert der letzten Jahre ist. Niedrig ist allerdings nicht die Anzahl der Changes. Nein, wir haben für euch wieder 9 Buffs, 8 Nerfs und auch 3 Adjustments, darunter ein ziemlich großes Update für Rek'Sai dabei. Außerdem gibt es jetzt auch wieder ein paar technische Dinge, denn wir haben tatsächlich jetzt die Änderung, dass Windows 7 nicht mehr supported wird. Das heißt, ihr braucht jetzt ein höheres Windows, damit ihr es weiterspielen könnt. Und Vanguard sollte jetzt eigentlich kommen, aber es gab so viele Probleme und auch viele Kommentare von euch, dass das Ganze jetzt anders ausgerollt wird. Dazu lest ihr am besten selber nochmal nach, wenn ihr bisher betroffen wart. Bevor wir jetzt zu den Champions reinspringen, möchte ich an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön sagen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben ein kleines Comeback mit dem Spandauer Inferno gemacht und euer Feedback und euer Support war absolut überragend. Ich hatte einen traumhaften 24-Stunden-Stream und wollte da einfach nur mal Danke sagen. Wenn ihr die Runden sehen wollt, findet ihr sie natürlich unten per Link in der Beschreibung. Und jetzt springen wir rein in die Champions und beginnen da bei Avi Ari, denn Ari bekommt Buffs. Der Health Growth steigt nämlich um 8 HP, also wie viel mehr HP du pro Level bekommst, von 96 auf 104 und außerdem gibt es auch 5% mehr AP-Scaling auf dem Q-Spell. Wichtig ist hierbei immer zu verstehen, dass das bei Ari natürlich dann quasi 10% sind, weil der Q ja zweimal fliegt und du im Best Case den Gegner damit auch zweimal triffst. Das sind keine großen Änderungen. Ari war allerdings schon ganz nah dran an der Meta und das hilft dir jetzt vielleicht, um nochmal so ein bisschen drüber zu rutschen, damit wir sie vielleicht auch mal wieder Richtung Pro-Play sehen. Bei Aurelion waren viele von euch ziemlich gehypt, was die Änderungen angehen und haben dann gesagt, ey Johnny, ich sehe das gar nicht in-game. Und das war auch so, denn nach nicht mal 48 Stunden hat Riot schon gesagt, damn son, wir haben Fehler gemacht und haben einen Hotfix-Nerf rausgebracht, um das wieder zu begradigen. Und auch der dadurch erreichte Zustand von Aurelion ist für Riot immer noch zu strong, deswegen verliert der Q-Spell jetzt Flat Damage und AP Scaling. Konkret gibt es hier 5 Flat Damage weniger, statt 60 bis 100 sind es jetzt 55 bis 95. Und das AP Scaling sinkt von 35 auf 30%. Der erste Champion mit größeren Änderungen ist jetzt Bard. Hier werden erstmal einige Base Stats geändert. Denn der Armor Growth wird reduziert von 5,2 Armor pro Level auf 5,0. Einen Buff gibt es allerdings für den Base Attack Speed und auch für die Base Attack Speed Ratio, also wie gut ihr mit Items skaliert, und da gibt es deutliche Besserungen. Statt 0,625 sind es jetzt 0,658. Dadurch werden Items, die euch Attack Speed geben, wie beispielsweise Nashor's Tooth, jetzt also ein bisschen interessanter. Der Damage der Pässe wiederum wird verändert. Ihr bekommt jetzt weniger Damage pro Chime. Bis jetzt waren es 14, jetzt sind es 10, bekommt dafür aber ein besseres AP Scaling. Hier sind es statt 30% jetzt 40%. Beim Q-Spell wiederum ist es jetzt so, dass der Base Damage sinkt. Statt 80 bis 260 sind es jetzt 80 bis 240, also 20 Damage weniger auf der letzten Stufe. Im selben Atemzug wird allerdings das AP-Scaling erhöht. Statt 65% sind es jetzt 80%. Ihr merkt schon, die AP-Ratios gehen überall hoch, weil Riot dadurch eher Menschen dahin schubsen will, dass sie vielleicht sowas wie AP oder auch Attack-Speed-Items kaufen und nicht einfach full Tank sind und trotzdem genauso viel Schaden machen. Insgesamt sollen das natürlich Nerfs für Bard sein, aber wenn Bard ins Rollen kommt und ein bisschen überhalb der Goldkurve ist, ich glaube, dann klatschen die AP-Scalings auch direkt doppelt und dreifach. Die nächste Änderung ist eine der besten Änderungen in der Geschichte der Menschheit, denn Fiora kriegt einen W-Nerf. Und hier erstmal keine Sorge, es geht nicht darum, dass ihr nicht immer noch Spells blocken könnt und so, nein, nein, aber es geht darum, wenn ihr den Gegner mit dem W-Spell trifft und beispielsweise gar nichts blockt, gibt es trotzdem einen insanen Attack Speed Reduce. Der lag aus irgendwelchen Gründen bis jetzt bei 50%. Man hat das Gefühl, man kann gar nicht mehr Auto-Tacken oder fiebt die Axt so langsam, wie es nur geht. Jetzt sind es 25%, immer noch für 2 Sekunden, aber das ist ein richtig sinnvoller Nerf, über den ich mich sehr freue. Und weil wir gerade über Dinge reden, über die ich mich sehr freue, möchte ich mich an dieser Stelle einmal bei Löwenanteil bedanken. Mein langjähriger Partner ist auch in diesem Jahr wieder an meiner Seite und unterstützt natürlich auch weiterhin die League-Helfer. Wenn ihr selber einfach mal eine leckere Bio-Mahlzeit für zwischendurch ausprobieren wollt, dann findet ihr einen Link in der Beschreibung. Dort bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der nächste Champion, der genervt wird, ist Illaoi. Erinnert euch, in dem letzten Patch wurde die Reichweite der Tentakel verändert. Jetzt gibt es weniger Damage. Der Damage der Tentakel hat bis jetzt mit 115% eurer Total AD gescaled. Jetzt sind es nur noch 100%. Kommen wir nun zu Jace und auch hier hat Riot direkt einiges verändert. Erstmal gibt es 2 Base AD mehr. Es geht hoch von 57 auf 59. Der Mana Restore des W-Spells wird auf jeder Stufe um 5 erhöht. Das heißt, man beginnt nicht mehr bei 10, sondern bei 15 und hört auf bei 25 statt nur 20.
Der Magic Damage per Second um euch herum wiederum, der wird gebufft und zwar hier um 5 auf jeder Stufe. Das heißt, statt 35 sind es auf der ersten Stufe jetzt 40 und auf der letzten entsprechend statt 110, 115. Die spannendste Veränderung wiederum ist allerdings der E-Spell. Hier natürlich alles immer noch in Hammerform. Wenn ihr den Gegner trefft, wird dieser jetzt gerootet. Das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu der Mechanik, wie es tatsächlich bei Lee Sin funktioniert und soll zur Folge haben, dass es weniger weirde Interaktionen mit anderen Dash-Spells gibt. Gerade in dem Matchup gegen Urgot könnte das dazu führen, dass Urgot sein E da nicht mehr buffern kann. Hier bin ich mir aber nicht ganz sicher, was tatsächlich Priorität hat. Insgesamt ist das allerdings ein Quality of Life Change, der positiv für Jace sein sollte. Kommen wir nun zu Cassante, unserem absolut Lieblings-Toplaner. Ich hatte ja das Vergnügen, das LEC-Finale aus der Arena in Adlershof mit Tolkien zu kommentieren und auch da hat Cassante wieder alles verprügelt. Und deswegen bekommt Cassante jetzt erstmal 55 Health mehr auf Level 1. Aber keine Sorge, dafür erhält er im Gegenzug auch noch 30 Mana mehr auf Level 1. Okay, aber das sind tatsächlich die Buffs, die ihr bekommt, damit er an anderer Stelle genervt wird, so beispielsweise beim Q-Spell. Denn der slowt jetzt nicht mehr während eurer All-Out-Form, was durchaus sinnvoll ist, weil Cassante einfach zu viele Slows hatte. Beim W-Spell steigt die Bonus-Armor- und MR-Ratio von 50% hoch auf 85%. Im Gegenzug dazu wird aber jetzt auch wieder verändert, wie es während der All-Out-Phase weitergeht für den W-Spell. Denn die Minimum Channel Time wird jetzt nicht mehr reduziert und außerdem ist es auch so, dass ihr nicht einen anderen Cooldown habt, während ihr in dieser Form seid. Und auch beim E-Spell gibt es Nerf. Der Dash Speed sinkt von 1500 runter auf 900. Der Ally Dash Speed wiederum sinkt von 1800 Fett auf 1100 plus den Movement Speed eures Allies. Und der All-Out Dash Speed, der sinkt von 2100 auf 1450. Insgesamt sind das also hauptsächlich Änderungen, die Cassante schwächer machen sollen, während er in seiner All-Out-Form ist, die gerade im Competitive auch tatsächlich immer die richtig gefährliche ist. Nichtsdestotrotz sind das natürlich trotzdem Buffs für die andere Form, was dazu führen könnte, dass sich die Laning Phase gegen Cassante jetzt nicht deutlich besser anfühlt. Insgesamt sucht Riot immer noch nach der Option, wie sie ihn tatsächlich benutzen können. Ich muss aber sagen, dass gerade diese All-Out-Phase ja schon mit die Identität des Champions war und die zu nerven für mich so ein bisschen ja die letzte Option ist. Aber wie seht ihr? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, was für Änderungen könntet ihr euch vorstellen, damit der Champion endlich nicht mehr so OP ist. Kommen wir nun zu Kaiser. Hier gibt es einen Buff für die Cast Range der Ultimate, also über wie viel Entfernung ihr sie benutzen könnt. Statt 1500 bis 3000 sind es jetzt 2000 bis 3000. Das heißt, gerade auf der ersten Stufe könnt ihr jetzt deutlich weiter engagen, was glaube ich ganz cool ist. Ich glaube, das ändert jetzt nicht so wahnsinnig viel für Kaiser, aber ich bin gespannt. Vielleicht geht es in der Winrate ja tatsächlich nach oben. Kommen wir nun zu Kalista und hier wurde ein Bug entfernt, den ich tatsächlich gar nicht mitbekommen hatte, aber ADC ist wahrscheinlich schon mega lange nervt, denn Kalista hat gar keinen Dash-Distance-Buff bekommen, wenn ihr einfach nur die Boots für 300 Gold gekauft habt. Das wurde jetzt geändert, aber weil Riot sich schon gedacht hat, warte mal, wenn wir das die ganze Zeit nicht gingen, aber Kalista war trotzdem strong, dann sollten wir jetzt auch was nerven. Und das haben sie getan beim Rend. Beim E-Spell werden 10 Flat Damage runtergenommen auf jeder Stufe. Dabei ist allerdings nicht gemeint, dass das 10 Damage pro Stack sind, sondern nur der klassische Base-Wert. Kommen wir nun zu Lulu. Hier gibt es einen Buff auf dem Q-Spell. Und zwar gibt es ja den primären Q-Spell und den Secondary Q-Spell, die auch gerne mal so übereinander fliegen. Der Second Bolt Damage, der ist tatsächlich immer ein bisschen schwächer. Bis jetzt hatte er nur 25% des Damage vom primären, jetzt sind es 50%. Noch mehr Buffs gibt es allerdings auf dem E-Spell und hier tatsächlich sowohl auf den Damage als auch auf dem Schild, wenn ihr es auf euren Kumpel macht. Beide Werte sind jetzt bei 80 bis 260, je nachdem wie viele Punkte ihr reingesteckt habt, was auf der höchsten Stufe 40 bzw. sogar 45 mehr sind, als es vorher waren. Beim Schild-Value bleibt hier das etwas bessere AP-Scaling von 55% und beim Damage sind es immer noch 50%. Und auch die Ultimate bekommt noch einen Buff. Hier sind es 10% mehr AP-Scaling, statt 45% sind es 55%. Insgesamt sind das mehrere Buffs gleichzeitig und das sehe ich immer ein bisschen kritisch, weil ich glaube, Ludo ist gerade auch immer prädestiniert, auf den Solo-Lane stark zu werden, sobald sie irgendwelche Buffs bekommt. Und ich glaube, hier hätte man es erstmal mit ein oder zwei begnügen können. So oder so, Ludo auf jeden Fall ein Champion to watch. Kommen wir nun zu Maokai. Und Maokai hatte ja mit schon die größten Nerfs tatsächlich in den letzten Patch-Notes, aber wird auch diesmal wieder angehackt. Die Base-Armor sinkt erstmal von 39 auf 35. Der Flat Damage des Q-Spell sinkt auf jeder Stufe um 5 Damage. Und die Root Duration der Ultimate, die wird gerade auf der Max-Distanz deutlich genervt. Bis jetzt waren es 0,8 Sekunden bis 2,6 Sekunden, jetzt sind es 0,75 bis 2,25. Auf der Maximaldistanz, und die capped ja bei 1000 Units, sind es also jetzt 0,35 Sekunden weniger Root. Das ist schon ordentlich. Mein persönlicher Eindruck ist, dass Riot immer noch nicht ganz weiß,
weiß, was sie bei Maokai nerfen wollen und jetzt irgendwie so alles gleichzeitig ein bisschen nerfen. Ich persönlich würde sagen, nimmt Damage runter, aber lasst ihn sein CC, dann haben wir einen Tank, der wirklich ein Tank ist. Und das wollen wir doch alle sehen, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Und der nächste Champion, um den wir uns kümmern, ist Rek'Sai. Bei Rek'Sai werden tatsächlich alle Abilities geändert, um sie tatsächlich smoother und cooler zu machen und vor allem zu verhindern, dass sie weiterhin Full Lethality geht, sondern eher ein cooler Fighter wird. Dafür gibt es erstmal 5 Movement Speed mehr, statt 335 sind es jetzt 340. Die Base Health Regeneration sinkt von 7,5 runter auf 2,5, das ist nur noch ein Drittel. Und auch der Health Generation Growth sinkt von 0,65 auf 0,5. Die Pässe von Rek'Sai kriegt jetzt eine andere Verrechnung. Hier skaliert das Ganze jetzt nur noch mit eurer maximalen Health und hat keinen Flat-Wert mehr. Die Fury Regeneration gegen Non-Champions, also wenn ihr etwas angreift, was kein Champion ist, sind jetzt 50% von dem Wert, der es normalerweise wäre. Beim Q-Spell, wenn ihr Unborrowed seid, ist das Ganze jetzt kein Spell mehr, sondern ein Auto-Attack und ihr bekommt Bonus-Attack-Speed für eure nächsten 3 Auto-Attacks. Das heißt, die Zeit zwischen den Auto-Attacks skaliert jetzt auch tatsächlich mit euren Attack-Speed, was dazu führt, dass mehr Attack-Speed auch tatsächlich sich mal ein bisschen besser anfühlen könnte. Der Prey-Seeker, wenn ihr unter der Erde seid, der hat jetzt einen besseren Cooldown. Das sind jetzt 10 Sekunden auf jeder Stufe. Der Flat-Damage sinkt von 60 bis 200 auf 50 bis 170. Das sind 30 Damage weniger auf der höchsten Stufe. Und auch das Bonus-AD-Scaling wird verringert. Statt 50% sind es jetzt nur noch 25%. Die Damage-Art wiederum ist allerdings nicht mehr Physical, sondern Magic. Das macht Lethality direkt schlechter, ist allerdings natürlich ein bisschen besser, weil der Gegner sich so ein bisschen auf beide Schadensarten einstellen muss. Der Bonus-Movement-Speed, den ihr unter der Erde durch den W-Spell bekommt, der geht jetzt deutlich nach oben. Bis jetzt waren es 5 bis 15, jetzt sind es 5 bis 25, immer noch skalierend mit eurem Level, allerdings ein bisschen feiner abgesteppt. Und der Vision-Radius, der hat sich ebenfalls erhöht von 25% auf 35. Wenn ihr mit dem W-Spell jetzt hochkommt, dann ist das jetzt ein AOE-Bereich, den ihr hochwerft. Dafür slowt ihr den Gegner allerdings nicht mehr, sobald er wieder auf die Erde zurückkommt. Ihr könnt damit aber natürlich jetzt mehrere Leute perfekt CC'en. Auch hier wird der Damage wieder verringert, vor allem auf der höheren Stufe. Statt 50 bis 190 sind es jetzt nur noch 50 bis 150, also 40 Damage weniger auf der höchsten Stufe. In dem Patch, den wir vorab bekommen haben, wurde jetzt angegeben, das Ganze nicht mehr mit AD scaled, sondern mit AP. Das würde irgendwo ein bisschen Sinn machen, weil auch hier wird die Damage-Art auf Magic Damage umgestellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir so ein bisschen AD Scaling behalten. Oder? Also checkt das nochmal. Als nächstes wird der Cooldown des Tunnels tatsächlich ordentlich reduziert. Statt 26 bis 18 sind es 18 bis 14 Sekunden. Und auch der Tunnel-Reuse-Timer wird ordentlich verringert. Bis jetzt waren das auf der ersten Stufe 10 Sekunden, jetzt sind es nur noch 6 und geht immer noch runter bis auf 2. Euer Dash-Speed wiederum wurde jetzt auch ein bisschen verändert, skaliert nicht mehr nur noch mit euren Boots, sondern mit euren Total-Movement-Speed. Die coolste Quality-of-Life-Änderung ist allerdings auch auf dem E-Spell drin. Denn bis jetzt war es so, dass wenn ihr einen neuen Tunnel gemacht habt, die so ein bisschen gebraucht habt, da reinzukommen, hier wurde das Ganze jetzt um 20% verbessert und das ist spürbar. Der E-Spell macht immer noch Physical Damage, das muss man hier dazu sagen, hat kein Flat Damage mehr, aber macht jetzt einfach Damage abhängig von eurer AD. Und zwar exakt 100% eurer Total AD. Der 100 Fury Bonus ist jetzt nicht mehr ein zweifacher Damage mit True Damage und sonst was, sondern ein Wert, der mit der maximalen AP des Gegners skaliert. Der Cooldown sinkt hier von 12 auf 10 Sekunden und ihr kriegt jetzt so einen Cosmic Crit. Also die Animation ändert sich, wenn ihr 100 Fury Stacks hattet. Zu guter Letzt wird auch noch die Ultimate angepasst. Hier sinkt das Bonus AD Scaling von 175% auf 100%. Die Damage Art ist bei uns an den Patch Notes gar nicht angegeben. Ich kann mir vorstellen, dass es Physical Damage ist, aber checkt das auch nochmal. Insgesamt muss ich sagen, dass die Änderungen sich sehr weird lesen, weil im Endeffekt ändern wir einfach von Physical auf Magic Damage. Das ist was, was wir beispielsweise auch mal bei Aatrox erlebt haben, damit die Leute halt nicht Lethality bauen und das verstehe ich. Im gleichen Atemzug werden allerdings die Damage Numbers massiv reduziert. Und der einzige wirkliche Mehrwert, den ich für Rek'Sai sehe, ist, dass alles ein bisschen smoother ist und man sich mehr heilt. Ich bin nicht davon überzeugt, dass man, wenn man Rek'Sai jetzt mit Bruiser-Items spielt, man stärker sein wird, als es vorher war. Und das sollte doch das Ziel sein, oder? Grundsätzlich sehe ich es auch ein bisschen kritisch, wenn ein Champion wie Rek'Sai jetzt übel gut ins Mid- und Late-Game skaliert, weil sie ist ja ein übelst cheesiger Ganker. Ich fand immer was fein, Rek'Sai dominiert das Early-Game und ab dem Mid-to-Late-Game machst du einmal Pop und dann ist die auch schon wieder useless. Aber schreibt mir doch gerne eure Meinung in die Kommentare, denn ich bin echt gespannt, wie ihr das seht. Kommen wir nun zu Renekton und hier gibt es tatsächlich mal Buffs, das hatten wir auch lange nicht mehr. Das Champion Healing des Q-Spells wird erhöht und hier auch der Flat-Wert. Von 12 bis 36 geht es hoch auf 12 bis 44. Das Bonus AD-Scanning steigt ebenfalls von
15% auf 17%. Der Cooldown des E-Spells wiederum, der sinkt, gerade auf höherer Stufe, beginnt immer noch bei 16, aber geht da nicht mehr runter bis auf 12, sondern bis auf 10 Sekunden. Und auch die Bonus-Health der Ultimate wird erhöht. Auf der ersten Stufe sind es statt 250 jetzt 300 und auf der letzten statt 550 700. Das sind 150 mehr, das ist ordentlich. Kommen wir nun zu Smolder, ein Champion, den ich tatsächlich selbst lieben gelernt habe. Nicht nur, weil Sola damit extrem gut ist, sondern auch, weil es einfach ein spaßiger Champion ist. Der Q-Spell allerdings ist vielleicht ein bisschen zu spaßig, gerade ab 125 Stacks, und hier wird der Damage jetzt reduziert. Außerdem kriegt er allerdings auch einen Quality of Life Buff, weil wenn der Q-Spell auf dem Weg zu einem Minion ist und das stirbt, bekommt ihr trotzdem Stacks. Was vielleicht fair ist, weil die meisten ADCs ja gar nicht lasten können. Der W-Spell wiederum, der kriegt einen Nerf fürs Early Game, das beginnt schon beim Cooldown. Bis jetzt waren das nämlich 13 bis 11 Sekunden, jetzt sind es 14, also eine Sekunde mehr, bis 10, also eine Sekunde weniger. Der Physical Damage, den der W-Spell macht, der wiederum sinkt auch. Auf der ersten Stufe kriegt ihr 20 weniger, auf der letzten allerdings 20 mehr. Außerdem wurde das AP-Scaling reduziert. Bis jetzt waren es 35%, jetzt sind es nur noch 20%, was dazu führen könnte, dass Dorans Ringstarts vielleicht weniger attraktiv sind. Der Explosion Physical Damage, der ist jetzt allerdings noch deutlich stärker, denn er skaliert erstmal besser mit AP, bis jetzt waren es 65%, jetzt sind es 80%, aber der hat jetzt auch ein AD-Scaling. Hier kriegt ihr 25% eurer Bonus-AD obendrauf, das ist natürlich schon richtig saftig. Und die Ultimate, die hört nicht mehr auf, wenn Smolder stirbt, und das macht ja irgendwie auch Sinn, weil die Ultimate macht ja die Mutter und die Mutter stirbt ja nicht trotzdem. Und die soll jetzt richtig mad sein, also take care. Insgesamt muss ich aber sagen, dass Smolder ein sehr gelungener Release war und ich glaube, hier hat Riot auch gut erkannt, okay, der W-Spell ist ziemlich frustrierend, gerade im Early Game. Ich würde mir wünschen, dass man Smolder mit Dorans Blade spielen muss, weil all diese Dorans Ring in Tushin-Dinger schon sehr weird sind. Kommen wir nun zu Soraka und hier wird erstmal der Bonus-Movement-Speed der Pässe verbessert. Bis jetzt waren das 70%, jetzt sind es 90%. Und auch die Heilung des Q-Spells wird verbessert. Hier gibt es 10 Heilungen mehr auf jeder Stufe. Und auch der Cooldown der Ultimate sinkt auf jeder Stufe um 10 Sekunden. Und es wurde ein richtig nerviger Bug beim E-Spell gefixt, der manchmal nicht instant gesilenced hat. Das ist natürlich super wichtig und das ist jetzt auch wieder so. Der nächste Champion, der einen Buff bekommt, ist Thresh. Und auch das erlebt man nicht alle Tage, nein. Die Base-Armor geht erstmal hoch von 28 auf 31. Der Magic-Damage des E-Spells, der steigt auf höherer Stufe. Bis jetzt sind es 75 bis 235. Jetzt sind es 75 bis 255. Und auch der Cooldown der Ultimate wird deutlich reduziert. Bis jetzt waren es auf erster Stufe 140 Sekunden, jetzt sind es nur noch 120 und gerade auf der letzten hast du jetzt nur noch 80 Sekunden Cooldown. Das ist echt nicht viel. Bei der nächsten Änderung müssen die Kartenspieler unter euch jetzt ganz, ganz stark sein, denn Twisted Fate wird wieder genervt. Der Attack Speed Growth sinkt von 3 Sekunden auf 2,5. Das AP Scaling von Pick a Card, also des W-Spells, sinkt von 115 auf 100%. Und das AP Scaling des E-Spells, das sinkt ebenfalls von 50% auf 40%. Da gab es zwischendurch ganz andere Ideen, das Ganze zu nerven, gerade die On-Hit-Variante sollte eigentlich mehr gehittet werden. Jetzt hat es die AP-Scalings getroffen, was aus meiner Sicht ein bisschen weird macht, weil diese On-Hit-Varianten gerade Richtung Top-Lane sind aktuell aus meiner Sicht, gerade auch Competitive, stärker als AP-Twisted Fate auf der Mid-Lane, der davon allerdings sehr härter getroffen wird. Aus meiner Sicht also nicht die richtigen Änderungen, aber wie seht ihr es? Glaubt ihr, dass TF einfach ein On-Hit-Champion sein sollte und diese AP-Variante langsam verschwindet? Eure Meinung in die Kommentare. Bei Varus wiederum haben wir es mit ganz großen Changes zu tun. Die Base-AD, die sinkt von 62 auf 60 und das war's auch schon. Kommen wir nun zu Volibear und hier wird erstmal der Bonus-Movement-Speed durch den Q-Spell verbessert. Statt 8 bis 24 sind es jetzt 12 bis 28 und denkt dran, ihr kriegt den doppelten Wert, wenn ihr auf einen Gegner zurennt. Der Cooldown des E-Spells wiederum, der sinkt von 13 Sekunden auf 12. Bei der Ultimate gibt es jetzt erstmal einen Nerf dafür, wie lange ihr die Türme deaktiviert. Auf jeder Stufe ist es eine Sekunde weniger, das heißt auf der ersten jetzt 2 und auf der letzten 4 Sekunden. Dafür bekommt ihr die Ultimate allerdings auch deutlich öfter. Statt 160 Sekunden Cooldown auf der ersten Stufe sind es jetzt nur noch 130, also 30 Sekunden weniger. Und auf der letzten Stufe sind es statt 120 Sekunden nur noch 100. Außerdem ist es jetzt so, dass ihr während der Ultimate nicht mehr Crowd Control immun seid, sondern Unstoppable, die stärkste Form, die es gibt. Und nun kommen wir zu Zyra. Unsere Lieblingshauspflanze soll weiter in den Jungle geschoben werden. Deswegen wird der Magic Damage der Plants, der in der Passive ist, tatsächlich ein bisschen reduziert, aber gleichzeitig der Bonus Damage gegen Monster davon erhöht, damit Jungle Zyra profitiert und Support Zyra gleichzeitig vielleicht ein Ticken schwächer wird. Insgesamt muss ich sagen, dass ich nicht verstehen kann, warum man Zyra unbedingt in den Jungle packen will. So, der Champion ist, finde ich, ein ganz klassischer, immobiler Mage. Die gibt es nicht so oft im Jungle. Ich finde, das ist ein Midlaner oder ein Supporter. Ich weiß nicht, wer bei Riot da diesen krassen Fetisch hat, Zyra in Jungle zu schieben, aber ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Kommen wir nun zu den Items, meine Damen und Herren, und hier beginnen wir bei Black Cleaver. Hier wird erstmal das Rezept ein bisschen angepasst. Die große Änderung liegt
allerdings in dem Stacken der Passive. Denn bis jetzt hattet ihr eine Armor-Reduktion von 4% pro Hit und konntet maximal 24% erreichen, dadurch, dass es insgesamt 6 Stacks gab. Jetzt sind es 5% pro Hit, es gibt nur noch 5 maximale Stacks und ihr könnt dadurch allerdings 25% erreichen. Der Bonus Movement Speed, der skalierte bis jetzt unterschiedlich für Melee und für Range User natürlich schwächer, jetzt ist es für beide gleich. Außerdem ist es so, dass dieser Effekt jetzt auch geprockt wird, wenn ihr einen Gegner trefft, der noch mega viele Schilde hatte. Da gab es bis jetzt irgendwie weirde Sachen, wo es tatsächlich mitigated wurde und ihr den Effekt nicht bekommen habt. Jetzt kriegt ihr ihn immer. Kommen wir zu Hullbreaker und hier gibt es einen klaren Mobbing-Vorwurf gegenüber Urgot, denn das Ganze war bis jetzt ein On-Attack-Item und ist jetzt ein On-Hit-Item. Der Unterschied ist einfach, dass der W-Spell von Urgot eine Reduktion hat für On-Hit-Effekte und keine für On-Attack-Effekte. Statt bei W-Spell das jetzt bei Urgot dazu zu machen, sagt Ryder also einfach, nö, du bist jetzt ein On-Hit-Item und dementsprechend macht Urgot damit weniger Damage, war aber auch ein bisschen broken. Ravenous Hydra prockt jetzt Lifesteal-Effekte im Wert von 150% beim aktiven Effekt. Das ist ordentlich. Bei Stridebreaker wiederum gibt es einige Bug-Fixes, die einfach straight up buff sind. Der Passive Movement Speed wird jetzt auch applied, wenn ihr einen Gegner Schaden nur gegen Schilde macht und ihn nicht direkt Damage macht, ähnlich wie wir es vorher schon gehört hatten bei Black Cleaver. Der Active Movement Speed wiederum, der decayt jetzt über die vollen 3 Sekunden, wie es sollte, und nicht wie bis jetzt über 1,75 Sekunden. Der Active Movement Speed Buff ist jetzt auch als Icon zu erkennen. Insgesamt sagt Riot, dass das natürlich Buffs sind und sie Stridebreaker eh schon stark genug finden. Dementsprechend kündigen sie schon mal an, dass es vielleicht Nerfs geben könnte. In diesem Patch gibt es aber keine. Bei Terminus gibt es ähnliche Änderungen, wie es bei Black Cleaver gab, allerdings noch ein bisschen extremer. Denn der Stack Cap liegt jetzt nicht mehr bei 10, weil bisher waren es 5 für jede Form. Jetzt sind es nur noch 6, weil es nur noch 3 pro jede Form sind. Die Werte, die ihr maximal erreichen könnt, sind allerdings immer noch sehr, sehr ähnlich. Dementsprechend ist das ein Straight-Up Buff, weil wenn ihr es mit weniger Hits bekommen könnt, ist es natürlich besser. Kommen wir nun zu den Support-Items und hier erstmal bei World Atlas, also dem, womit man startet. Der Quest-Charge-Cooldown, der steigt von 18 auf 20 Sekunden. Den ersten Quest-Charge bekommt ihr jetzt früher. Bis jetzt war es bei 2 Minuten und 8 Sekunden, jetzt ist es bei 1 Minute und 50 Sekunden. Die wichtigste Änderung ist allerdings eine Buy-Now-Änderung, denn wenn du tatsächlich das Item jetzt delayed kaufst, bekommst du nicht sofort die Anzahl der Stacks, die dir zustehen würden, wenn du es von Anfang an gehabt hättest. Die Idee hierbei ist einfach, dass Champions wie Pyke nicht mehr mit einem Durant's Blade starten können und super viel Spaß in den ersten Minuten haben, dann Base gehen, das Item kaufen und dann sofort 3 Stacks haben. Bei den erweiterten Support-Items gibt es jetzt tatsächlich kleinere Änderungen. Die sind allerdings tatsächlich nicht so entscheidend, dass ich sie hier einzeln durchgehe. Wir haben das für euch grafisch allerdings tatsächlich mal dargestellt, damit ihr die Möglichkeit habt zu pausieren, wenn ihr Support-Spieler seid und diese Info natürlich braucht. Kommen wir nun zu den Lost Chapter-Items, nämlich Archangel Stuff, Ludens und natürlich auch Malignance. All diese Items underperformen ziemlich, dementsprechend gibt es für sie alle 5 Ability Haste mehr, statt 20 sind es jetzt 25. Und in diesem Patch haben wir noch Änderungen bei den Runen. Lethal Tempo wird schwächer im Early Game, aber besser im Late Game. Der Melee Attack Speed per Stack Wert, der ändert sich nämlich. Von 9 bis 13,5 geht es jetzt auf 5, also deutlich weniger, bis auf 16, also ordentlich mehr. Außerdem verändert Riot auch noch die Ingame Tracker von der einen oder anderen Rune, damit sie jetzt sinnvollere Dinge anzeigen. Eine weitere Änderung ist, dass ihr in der Fountain jetzt mehr Health regeneriert. Dementsprechend könnt ihr also recoilen und seid schneller wieder auf der Map. Es gab hier so ein paar Cheese-Ideen, dass man besser stirbt als recoilt, weil man so lange braucht, bis man das Leben und Mana wieder hat. Dementsprechend sagt Riot nein. Man geht immer Base. Außerdem hat Riot in diesem Patch auch noch eine Info so ein bisschen heimlich und kleinlich reingemacht, nämlich die Tether Ability Changes. Die klingen tatsächlich jetzt gar nicht so krass. Im Endeffekt geht es einfach darum, dass diese Chains, die es zwischen Champions gibt, jetzt genauer abgetastet werden. Ein Beispiel, was es wahrscheinlich deutlich macht, ist, eine Morgana ultet euch. Ihr panickt und im letzten Moment flasht ihr weg, ihr kommt einer neuen Location an und seid trotzdem CC'd. Jeden wahrscheinlich schon mal passiert und genau das soll jetzt nicht mehr passieren. Denn die Server-Ticks, die tatsächlich berechnet werden, sollen jetzt immer instant sofort da sein. Das heißt, wenn ihr so eine Chain tatsächlich einmal aus der maximalen Range raus seid, dann seid ihr raus und werdet nicht mehr CC'd. Das betrifft jetzt eine ganze Reihe von Champions, wie beispielsweise Fiddlesticks oder Morgana oder auch Nocturne, witzigerweise. Und für all die ist das natürlich schon ein deutlicher Nerf. Gerade bei Morgana, wo wir über die Ultimate reden, also etwas, was echt selten zur Verfügung steht, ist das schon eine ziemlich krasse Änderung, die ich ein bisschen überraschend finde, dass sie so ein bisschen drunter geschleust wird. Dementsprechend wollte ich euch nochmal ganz besonders darauf aufmerksam machen. Außerdem hat Riot mal wieder daran rumgetüftet, wie viel LP ihr tatsächlich pro Win oder Lose bekommt. Denn unterhalb von Emerald sollte man ja 28 ungefähr bekommen. Also 28 plus für einen Win und 28 minus für einen Lose. Ich weiß,
Bei euch ist das nicht so, aber glaubt mir, das ist so die Baseline. Und diese Baseline wird jetzt reduziert auf 25. Dadurch kommt ihr natürlich schwerer in der Elo an, wo ihr tatsächlich hin sollt. Aber es soll tatsächlich ein paar Cases verhindern, wo Leute dann negative AP-Gains kriegen, also mehr AP verlieren pro Lose, als sie bekommen pro Win. Ob das klappt? Man weiß es nicht. Das, meine Damen und Herren, waren die Patchnotes. Die Rohaufnahme alleine ist schon wieder fast eine Stunde lang. Deswegen an dieser Stelle mal ein Herz an den Cutter. Mein Team leistet im Hintergrund immer fantastische Arbeit, diese Patchnotes alle zwei Wochen für euch aufzuarbeiten. Und ich bin sehr dankbar für all das positive Feedback. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann lasst doch ein Abo da oder einen Kommentar oder empfehlt dieses Video gerne einfach irgendeinem Menschen, der auch League of Legends spielt. Würde mich wahnsinnig freuen. Genauso könnt ihr natürlich gerne wieder bei meinem Partner Löwenanteil vorbeischauen. Link findet ihr in der Beschreibung. Ich sag danke und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Macht der Dude, euer Johnny.